Highway TV, Ihr regionales Fernsehen aus der Obersteiermark, heute mit folgenden Sendungen. In unserem Infotainment: Robert Schneidhofer nimmt's mit dem Onlinehandel auf. Häuselbauermesse in Leoben. Neue Bibliothek für Leoben. Ein süßes Stück Montanuniversität. Maike den Donen live im Spielraum Kapfenberg. St. Patrick's Day im Illusion. Tischtennis-Bundesligaspiel in Kapfenberg. In On the Road gibt's den zweiten Teil des Genfer Autosalons. Und im Close-Up ist der Unterwasserfotograf Heinz Doppertzer zu Gast. Zuvor aber noch die News-Sendung mit folgenden Beiträgen. Positives von den Finanzen der Stadt Bruck. Die SPÖ-Stadtfrauen sammeln 1.800 Euro für das Frauenhaus Kapfenberg. Wirtshaussterben, nein danke, beim Gasthaus Hollerer. Und die SPÖ Turnau präsentiert ihre zukünftigen Projekte. Erste echte messbare Erfolge bei der Konsolidierung der Brucker Finanzen. Der aktuelle Rechnungsabschluss liegt vor und demnach hat man im Jahr 2018 rund 800.000 Euro weniger benötigt als ursprünglich geplant. Wir haben uns einnahmenseitig gesteigert, gute Wirtschaftslage. Wir haben auch in der Kommunalsteuer den Wegfall vom Leiner glücklicherweise kompensieren können, auch ausgebaut in den Ertragsanteilen eine Erhöhung. Und wir haben unser Sparprogramm konsequent weitergesetzt. Und da gilt mein Dank wirklich den Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen, die sich da aktiv einbringen, auch den Bruckern, die für das eine oder andere vielleicht kein Verständnis hatten. Aber ich sage wirklich danke, wir versuchen mit dem öffentlichen Geld sorgsam umzugehen. Der von SPÖ und ÖVP vorangetriebene Reformprozess zeigt anscheinend Erfolge. Die Chemie zwischen den beiden Koalitionspartnern stimmt, geplante Projekte können vorgezogen werden. Dabei an vorderster Stelle die Entwicklung der Innenstadt. Die Altstadt zu beleben ist ein wesentliches Anliegen, nicht nur von der Politik, sondern auch von den Bruckerinnen und Bruckern. Und da soll die Frequenz von Hauptplatz Richtung Minoritenplatz erhöht werden. Deswegen wird auch in der Mittergasse der östliche Teil attraktiviert, die Oberfläche besser. Das ist natürlich auch für die Unternehmer in diesem Bereich wesentlich, auch für die Investoren. Und für den Minoritenplatz soll es ein Entwicklungskonzept geben. Es muss natürlich in Zusammenarbeit zwischen Stadtentwicklung und den Unternehmern und Gebäudebesitzern passieren. Und das soll so sein, aber dafür, da in diese Richtung soll es jetzt starten. Aber auch für den Stadtteil Obereich hat die Stadtregierung Erfreuliches zu berichten. In den letzten Wochen viel diskutiert, jetzt dürfte feststehen, das Amtshaus soll als Vereinshaus und Veranstaltungszentrum weiterhin bestehen bleiben. Absolut, es soll erhalten bleiben als Haus der Vereine. Wir haben in Bruck ein Vereinshaus, das ist für die Oberreicher Vereine ein bisschen weit, aber die brauchen auch ihr Zentrum. Oberreich hat es ein bisschen schwer. Bicheldorf, Dionysen, Mitterreich, Oberreich. Ein Zentrum ist das alte Amtsgebäude und da wollen wir den Saal erhalten und auch für die Vereine weiter eine Heimstatt sein. Ja, darum bemühen wir uns. Es ist ein Thema, das in den vergangenen Monaten stark in den Medien vertreten war. Allerdings auch eines, das viel zu oft im Verborgenen bleibt. Häusliche Gewalt an Frauen. Betroffenen bleibt oft nur noch ein Ausweg, den Schutz in einem Frauenhaus zu suchen. Die SPÖ-Stadtfrauen haben eine Spendenaktion gestartet, um Geld dafür zu sammeln. Wir wissen ja, jede fünfte Frau in Österreich ist einmal in ihrem Leben von Gewalt betroffen. Wir in Kapfenberg haben das Glück, dass wir eines der zwei Frauenhäuser, die es in der Steiermark gibt, bei uns da stehen haben. Und so haben wir eben beschlossen, dafür zu sammeln. An dieser Stelle möchte ich mich auch ganz herzlich bedanken bei den Spenderinnen und Spendern. Das waren zum einen die Besucherinnen und Besucher vom Weihnachtsmarkt in Kapfenberg, weil der hat ja begonnen. Dann die SPÖ-Fraktion Kapfenberg. Ein großer Teil der Spenden kommt von den Casinos Austria und natürlich die Frauen von Bruck und von Kapfenberg. Durch die große Spendenbereitschaft konnte am Ende ein Scheck über 1.800 Euro an das Kapfenberger Frauenhaus übergeben werden. Wirtshaussterben, nein danke, uns gibt es noch. Klare Worte von Sepp Hollerer vom Gasthaus zum lustigen Steirer in Obereich. Der Gastwirt und sein Team sehen der Zukunft trotz bestehender Herausforderungen positiv entgegen. Weil einfach die Arbeit Spaß macht.
Meinst du, für deine Eltern das so vorgelebt kriegst, dass es Spaß macht, dass es lustig ist, dann machst du auch gern weiter in der Gastronomie. Wenn du es nicht vorgelebt kriegst, dann kannst du auch nicht gern weitermachen. Ist bei den Bauern auch nichts anderes. Wenn der sein Kind in den Stall reinlässt, wird der den Hof daheim nicht übernehmen. Und so war es bei uns auch. Wir sind im Wirtshaus mit aufgewachsen und es macht einfach Spaß, mit unseren Gästen gemeinsame glückliche Momente verbringen. Arbeit gibt's für den Wirt genug. Mit saisonalen Gerichten, einer wechselnden Speisekarte und speziellen Themenabenden will man in Oberaich kulinarische Akzente setzen. Daneben betreibt der umtriebige Gastwirt ein Hotel mit 32 Betten. Ein Novum beim lustigen Steirer ist die Grillhütte. Seit Jänner ist sie in Betrieb. Auch für die Zukunft sind einige Investitionen geplant. Was uns auch die Zukunft bringen wird, mehr Seminarräume, einen eigenen Wellnessbereich, einen Bio-Badeteich, der nicht nur für die Hausgäste dann zugänglich ist, sondern auch für die Gäste hier aus der Region, aus Bruck und dem Ortsteil und Stadtteil Oberaich. Wie in vielen anderen Bereichen wird es auch in der Gastronomie immer schwerer, erfolgreich zu wirtschaften. Es gilt wie überall, Alleinstellungsmerkmale herauszuarbeiten. Im Falle vom lustigen Steirer sind es die Freude an der Arbeit und die gelebte Wirtshauskultur. Ein Wirt, der hat wie den Sepp Hollerer, der nicht jammert, sondern der selbst was angreift, der selbst was tut, der selbst investiert, der immer wieder weiterdenkt und für seine Gäste das Angebot erweitert, dann muss man sagen, echt Hut ab und ein Dankeschön, ein Drucker, ein Oberreicher Vorzeigeunternehmen, ein Wirtshaus mit wirklicher Qualität, ich bin gern da. Es ist viel geplant in Turnau für die erste Jahreshälfte 2019. Regionalitätsbewusstsein und ein schönes Ortsbild sind die zentralen Themen der SPÖ. So soll der Dorfplatz an der Au neu gestaltet werden und die Sanierungsarbeiten an der L123 sowie an der Mausbühlstraße abgeschlossen werden. In der Volksschule soll eine neue Hackschnitzelheizung installiert werden, die in weiterer Folge zahlreiche Gemeindegebäude und ein Wohnhaus mit Wärme versorgen wird. Und geht's nach den Wünschen der SPÖ, wird es eigene Turnau-Einkaufsgutscheine geben. Ein umfangreiches Programm, rund ein Jahr vor den Gemeinderatswahlen. Ich glaube, dass wir seit 2015, seit ich Bürgermeister bin, bewiesen haben und nach wie vor beweisen, dass wir nicht nur vor den Wahlen unterwegs sind und aktiv sind für unsere Bevölkerung, das sind dann eh wieder alle Parteien irgendwie aktiv, sondern dass wir permanent Tag für Tag uns für unsere Bevölkerung einsetzen. Und insofern sind das Kampagnen, die wir, egal ob eine Wahl vor der Tür steht oder nicht, sowieso gemacht hätten. Starte mit deiner Idee durch und werde dein eigener Chef. Die Startup-Werkstatt macht es möglich. Wir bieten Personen mit einer Geschäftsidee die perfekte Möglichkeit, gemeinsam mit erfolgreichen Unternehmern und Experten innerhalb eines Wochenendes das eigene Startup zu entwickeln. Nutze jetzt deine Chance, melde dich bis 13. März unter www.startupwerkstatt.com und sichere dir wertvolles Expertenwissen für deinen Schritt in die Selbstständigkeit. Die Teilnahme ist kostenlos. Energieberatung, E-Mobilität, Redsack Elektroshop, Elektroinstallationen, Photovoltaik, Solaranlagen, Fernsehen, Internet und Telefonie und eine eigene Kundentankstelle. Das alles und noch viel mehr lassen Sie sich von unseren Profis beraten. Die Stadtwerke Kapfenberg, Ihr Partner fürs Leben. Hallo, ich bin Sanja Jovanovic, arbeite Sozialhilfeverband Altersheimgasse. Ich habe mich für Sozialhilfeverband entschieden, weil ich sehr gerne mit Menschen arbeite, weil es ein sicherer Arbeitsplatz ist und bei uns ist egal, aus welchem Land du kommst, bei uns zählt der Mensch. Miteinander Mensch bleiben. Der Sozialhilfeverband Bruck mit Zuschlag sucht Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Nähere Informationen auf www.sozialhilfeverband.at.
Eine neue Woche, eine neue Sendung. Herzlich willkommen bei unserer Heiwe TV-Rubrik Die Region im Fokus. Wahrscheinlich haben viele von Ihnen schon einmal etwas im Internet gekauft. Falls ja, sind Sie unter den rund 60% der Österreicherinnen und Österreicher, die regelmäßig online shoppen. Was für viele schnell, bequem und einfach ist, ist andererseits eine Gefahr für die kleinen Geschäfte. Der Kapfenberger Unternehmer Robert Schneidhofer betreibt seit 2006 ein Musikhaus in der Böhlerstadt. Durch Service und Beratung nimmt er es mit dem Onlinehandel auf. Schnell, bequem, einfach. Das Online-Shopping. Rund 60% der Österreicherinnen und Österreicher haben 2018 bevorzugt über das Internet eingekauft. Die Gründe dafür sind so verschieden wie auch einfach. Eine große Auswahl an Waren, problemlose Preisvergleiche und vor allem Bequemlichkeit. Der Nachteil? Regionale Geschäfte und Händler haben immer mehr zu kämpfen. So auch im Musikfachhandel. Große Versandhäuser drücken die Preise, kleinere Geschäfte können da schwer mithalten. Einer, der seit mittlerweile 13 Jahren vom Musikhandel lebt, ist der Kapfenberger Unternehmer Robert Schneidhofer. Auch er weiß um die harte Konkurrenz. Der Kunde kommt mit relativ genauen Preisvorstellungen mittlerweile zu uns. Und das gilt es für uns einfach zu erfüllen. Zusätzlich zu dem, was wir heute machen können, ist, dass man einfach die persönliche Beratung in den Vordergrund rückt, dass man den Service nach dem Kauf in den Vordergrund rückt und das dann versucht, trotzdem in einem ähnlichen Preisbereich einfach zu realisieren. Schneidhofer hat die HTL in Kapfenberg absolviert und 2006 das ehemalige Musikhaus Brauner in der Wiener Straße übernommen. Ja, vom Maschinenbau zum Handel ist es eigentlich ganz schön weiter weg. Und das war so, dass ich zum Glück einen Vorgänger gehabt habe, der mich da wirklich von vorn bis hinten gut eingeschult hat, auf die technischen Seiten, genauso wie auf den Verkauf, aufs Persönliche, zum Menschen, zum Kunden. Und dann hat das eigentlich ganz gut funktioniert. Aber es hat natürlich ein paar Jahre gedauert, bis ich da wirklich ordentlich Fuß gefasst habe. 2012 folgt der Umzug in die neuen Räumlichkeiten. Die Geschäftsfläche wird dabei verdreifacht. Im Großen heißt das Musikalienhandel Rockshop. Das heißt von der Akustik da über Klavier, E-Piano, über Schlagzeug, E-Gitarre, E-Bass, Verstärker, BA-Systeme. Wir machen auch Installationen. Wir sind auch im Blasinstrumentenhandel bei den Holzblasinstrumenten recht stark, weil ich eigentlich aus der Richtung komme, ganz ursprünglich. Und wie gesagt, und Reparaturen und Service. Laut einer Studie schließen in Deutschland pro Woche 4 Musikgeschäfte ihre Pforten. Über die Zahlen in Österreich ist nichts bekannt. Das beste Rezept für Geschäftsbesitzer, um gegen den Onlinehandel zu bestehen, ist die Verkaufsberatung und die Servicedienstleistung. Bei uns ist es so, wir haben hunderte oder tausende Gitarren in der Hand gehabt und ganz viele E-Pianos auch. Wir können einfach abschätzen, was ist jetzt sinnvoll, auch in der Kategorie, die der Kunde wünscht, und können das auch vor dem Kauf ordentlich wiedergeben und auch die Beratung danach. Das heißt, wenn der jetzt einmal Seiten aufziehen kommt oder wenn einmal eine Gitarre ordentlich eingestellt gehört oder solche Sachen, das können wir dann genauso anbieten. Auch die persönliche Bindung zum Kunden ist ein wichtiger Faktor für Robert Schneidhofer. Nicht umsonst ist sein Geschäft das größte Musikhaus in der Region und darüber hinaus. Im Sommer wird Schneidhofer einen neuen Standort in der Wiener Straße beziehen. Es wird dann zweistöckig sein, das Geschäft. Es wird die Werkstatt ein bisschen größer sein, was ein Riesenvorteil sein wird. Wir werden einen eigenen Parkplatz haben, der direkt von der Hauptstraße dann zu befahren ist. Und auf das freuen wir uns alle schon wirklich. Bauen, renovieren, einrichten, heizen oder Energiesparen. Bei der Häuselbauermesse in Leoben gibt es wie jedes Jahr allerlei Wissenswertes für Häuselbauer und solche, die es noch werden wollen. Wir sind für Sie live dabei. Ja, und danach bleiben wir gleich in Leoben. Die Stadtbibliothek zieht nämlich ins Museumscenter und wird zum neuen Wissens- und Kommunikationszentrum. Und zu guter Letzt gibt's noch ein süßes Stück Montanuni. Dort wurde vorige Woche die Montantorte gewählt. Mehr dazu jetzt. Es ist ein breites Spektrum an Themen, das den Häuselbauern hier in Leoben auf der Häuselbauermesse geboten wird. 3 Tage heißt es hier informieren und Gusto holen, um die Ideen, die über den Winter so entstanden sind, auch baldmöglichst umzusetzen. Somit ist die Häuselbauermesse wie jedes Jahr eine gute Gelegenheit, sich über Neues und Bewährtes zu informieren.
Hier gibt es den Marktplatz der Obersteiermark für regionale Anbieter und regionale Kunden, Interessentinnen und Interessenten. So gesehen, glaube ich, ist das der richtige Weg. Wir als Stadtgemeinde freuen uns darüber, über die Initiative von Herrn Schüttbacher und seiner Firma. So gesehen gibt es den Startschuss für die Frühjahrssaison für Handel und Gewerbe. Egal ob bauen, wohnen oder sanieren, in zwei großen Zelten findet man hier alles, was man für sein Eigenheim so braucht. Vor allem beim Thema Energiesparen sind die Stadtwerke Leoben der Ansprechpartner in der Region und das schon seit vielen, vielen Jahren. Genauso ist es. Wir freuen uns aber, jedes Jahr da sein zu dürfen. Wir machen das schon seit 32 Jahren, sind wir da dabei, als regionaler Anbieter, der auf höchster professioneller Ebene die besten Leistungen anbieten möchte. Und jetzt Energiesparen und alles, was damit zusammenhängt, ist natürlich ein Thema. Und da sind die Stadtwerke Leoben mit ihrer Haustechnik als Generalanbieter natürlich der beste Ansprechpartner, den man finden kann. Persönliche Gespräche und Fachberatung, soweit das Auge reicht. Das ist die Häuselbauermesse in Leoben. Bibliotheken gelten seit jeher als Ort des Wissens und der Kommunikation. Neue Trends wie Digitalisierung und geänderte Kommunikationsformen bilden für die Bibliotheken neue Herausforderungen. In Leoben stellt man sich diesen. Die Stadtbibliothek wird künftig in den Räumlichkeiten des Museumscenters installiert. Damit entsteht ein noch breiteres kulturelles Angebot unter einem Dach. Ich glaube, dass viele Kulturangebote unter einem Dach ein guter Treffpunkt sind für die Bevölkerung, für die Kulturinteressierte. Wir haben rund 33.000 Entlehnungen pro Jahr in der bestehenden alten Stadtbibliothek, die ja dann aufgelöst wird, und rund 16.000 Besucherinnen und Besucher aller Altersgruppen. Rund 800.000 Euro werden investiert. Bei einem Architekturwettbewerb hat sich die Firma InnoCut mit ihrem Entwurf durchgesetzt. Die neue Bibliothek wird einen 650 Quadratmeter großen Innen- und einen 450 Quadratmeter großen Außenbereich inklusive Freiluftkino umfassen. Beim Design wurde ein besonderes Augenmerk darauf gelegt, dass sich die Tradition Leobens als Montan- und Industriestadt widerspiegelt. Uns geht es um die Balance zwischen Virtualität und dem physischen Raum und das soziale Miteinander. Unser Konzept basiert darauf, dass es in dieser Bibliothek als Raum verschiedene Unterräume mit speziellen Qualitäten gibt, die über das Buch ausbauen, das Buch lesen, aber auch bis hin zu Vermittlungen für Schulen, für Kinder, für Veranstaltungen, aber auch einfach um dort zu arbeiten. Nun geht es in die Detailplanung. Das neue Wissens- und Kommunikationscenter Leoben soll im Sommer 2020 eröffnet werden. Es ist Wahljahr. Und nein, an der Montanuniversität Leoben hat man nicht die ÖH-Wahlen vorgezogen. Man lud zur Wahl der Montanuni Torte. Auf Initiative von Johann Mogaritsch vom Universitätslehrerverband hat Eva Maria Lipp zwei Torten zur Wahl gestellt. Natürlich mit Bezug zur Uni und zur Region. Die Torten symbolisieren in Struktur und Farben die verschiedenen Erdschichten. Die unterscheiden sich einfach in der Struktur und etwas in den Zutaten. Wir haben in der Torte 1 haben wir zum Beispiel steirische Apfelmarmelade drin, eben in dem Bezug einfach zur Heimat. Und in der anderen habe ich Preiselbeermarmelade drinnen. Da geht es um die Früchte der Beeren und etwas herbere Geschmack, der, glaube ich, auch zu Bergbau und so weiter ganz gut passt. Die Torte soll natürlich nicht nur den Studierenden vorbehalten sein. Sie wird in Zukunft auch als Geschenk vergeben werden. Und so ein süßes Stück Montanuni in die weite Welt hinaustragen. Und von Leoben geht's jetzt zurück in die Böhlerstadt. Im Spielraum Kapfenberg ist die niederländische Sängerin und Komponistin Maike den Dunnen zu Gast. Im Illusion feiert man feuchtfröhlich den St. Patrick's Day. Und wir waren beim Tischtennis-Bundesligaspiel Kapfenberg gegen Linz mit dabei. Ist es die Sanftheit ihrer Stimme oder sind es die Arrangements, die sofort ins Ohr gehen?
Maike den Dunnen versteht es gekonnt, ihr Publikum in ihren Bann zu ziehen und mitzunehmen auf eine Klangreise ins tiefste Innere. Inner Space heißt ihr neues Album und ist eine intime Reise durch die imaginäre Welt, die in uns allen liegt. Es ist auch ein Album ohne Schlagzeug. Also es gibt viel Klangfarben und viel Raum für die Stimme und die Geschichte, die man erzählen wird durch den Text, um da rauszukommen. Ihre Inspirationen holt sich Maike den Dunnen auch aus ihrem tiefsten Inneren. Insofern passt der Titel ihres Albums, mit dem sie auch gerade auf Release-Tour ist, ganz gut. Eigentlich auch so die Inner Space, also was meine Gefühle halt. Es ist öfters basiert auf ein Gefühl, nicht so richtig auf etwas, das in meinem Leben passiert, aber einfach ein Mood, das ich habe. Und zum Inspiration mag ich in die Natur gehen zum Beispiel oder in die Stille sein. Inspirierend und hinreißend. Jazz vom Feinsten im Spielraum in Kapfenberg. Kilt, Guinness Bier und Musik aus dem Dudelsack. Das ist der St. Patrick's Day. Schon lange hat es der irische Nationalfeiertag über die Grenzen der Insel geschafft und wird auch bei uns gefeiert. So auch im Illusion in Kapfenberg. In die Großstädte wird das schon ewig lang gefeiert und haben uns vor Jahren gedacht, jetzt probieren wir es einmal aus, ist super angekommen und seitdem feiern wir St. Patrick's Day. Meistens mit dem Dudelsackspieler, mit dem Batz und das haut gut hin. Längst ist das Café Illusion für gute Live-Musik, verschiedenste Motto-Partys und Veranstaltungen in der Region bekannt. In diesem Jahr feiert das Lokal sein 7-jähriges Bestehen. Ja, und zwar am 30. März, die 7-Jahres-Feier. Da machen wir Frühschoppen mit Spanferkel und der Bäckerheli wird spielen. Und schaut's vorbei, alle. Freuen wir uns. Also, Termin vormerken und mitfeiern. Alle weiteren Veranstaltungen im Illusion findet man auf Facebook. Es war ein leidenschaftlicher Kampf um Platz 2 und schon nach den ersten Minuten war klar, es wird keine leichte Partie für die Kapfenberger werden. Na, leicht wird es sicher nicht. Linz sind unsere direkten Konkurrenten. Heute geht es eigentlich nur mehr darum, um die Ausgangssituation im Playoff dann, dadurch, dass Linz und Kapfenberg, dass wir uns beide schon qualifiziert haben. Es wird heute die Tagesverfassung entscheiden, schätze ich. Ja, und wenn es um die Tagesverfassung geht, da haben die Kapfenberger die Nase ein kleines bisschen vorne. Immerhin sind David Wojcik und Christoph Simona erst Anfang März Staatsmeister im Doppel geworden. Das motiviert dann natürlich. Auch für das Ende der Saison soll es halt nochmal beflügeln und hoffentlich gibt uns das nochmal einen Auftrieb, dass wir heute als Sieger von der Platte gehen. Um dieses Ziel zu erreichen, war Daumendrücken angesagt. Und auch die Fans haben ihre Jungs nicht im Stich gelassen und tatkräftig angefeuert. Immerhin sind die Linzer ein Gegner auf Augenhöhe, hat man sich doch in der Hinrunde 3:3 getrennt. In der Meisterschaft ist jedenfalls noch alles offen. In der vergangenen Saison konnten die Kapfenberger den Vizemeistertitel einfahren. Heuer will man noch ein Schäufchen nachlegen. Ja, natürlich Staatsmeister. Aber eigentlich unser Ziel ist eigentlich schon so gut erreicht, dadurch, dass wir das Playoff erreicht haben. Aber Staatsmeister wäre natürlich nochmal besser. Diesem Ziel ist man nach einer schweißtreibenden Partie gegen die Spielgemeinschaft Linz wieder einen Schritt näher gekommen. Die Kapfenberger haben die Linzer mit einem 3:3 nach Hause geschickt. We'll be right back.
Kapfenberg. Sport, Industrie, Leben. www.bruckmur.at. Alles auf einen Klick. Vom Bürgerbüro über das E-Government bis zum Veranstaltungskalender. Sie finden sämtliche Services und Informationen über und für das Leben in Bruck an der Mur auf einer Website. www.bruckmur.at. Bruck verbindet Menschen. Der Genfer Autosalon als Highlight des Jahres für alle Autofans war schon vorige Woche Thema in On the Road. Heute gibt's an dieser Stelle den zweiten Teil. Gute Fahrt und gute Unterhaltung. Genfer Salon ist alljährlich die Automobilmesse, um sich zu informieren. Egal ob klein, groß, exotisch oder eben ein Fahrzeug für unser tägliches Leben. Volkswagen hat dazu in Genf ein Update des VW Passat präsentiert. Der neue Passat, der steht ganz klar für den technischen Fortschritt. Der hat das allererste Modell bei Volkswagen, den neuen modularen Infotainment-Baukasten. Das ist das neueste vom neuen. Er hat auch LED-Matrix-Scheinwerfer und es gibt einen sogenannten Travel Assist. Das heißt, es ist auch teilautomatisiertes Fahren bereits möglich. Ein klassischer Hotspot in Genf war einmal mehr der Stand von Porsche, wo man die Cabrio-Version des neuen 911er präsentierte und gleichzeitig auch ganz klare Strategien für die Zukunft bekannt gab. Wir haben auf der Antriebsseite eine klare Strategie. Wir konzentrieren uns auf emotionale Benzinmotoren, auf leistungsstarke Plug-in-Hybride, mit denen wir aktuell sehr erfolgreich im Markt sind. Beispielsweise haben wir in Europa eine Take-Rate von über 60% beim Panamera. Also die Kunden mögen unsere Plug-in-Hybride, weil sie sehr performant sind. Ja, und dann werden wir in diesem Jahr das erste rein elektrische Fahrzeug von Porsche präsentieren, den Taycan. Am Beispiel von Suzuki sah man aber auch, dass nicht nur Supersportwagen heiß begehrt sein können. Wir werden im heurigen Jahr leider Gottes kein neues Fahrzeug oder kein neues Modell auf den österreichischen Markt einführen können. Wir haben aber eine sehr, sehr gut funktionierende Modellpalette. Wenn ich nur daran erinnern darf, wir haben voriges Jahr im Herbst den Jimny am österreichischen Markt präsentiert, der fantastisch eingeschlagen hat. Unsere Verkaufsstückzahlen überschreiten bei Weitem unsere Liefermöglichkeiten. Das heißt, wir sind da leider Gottes zurzeit mit Lieferproblemen ein bisschen belegt. Einen Ausblick auf 2019 gab man uns auch bei Kia. Ja, bei uns gibt es viel Neues in diesem Jahr. Und hinter mir steht gerade der neue Soul, der frisch im Markt kommt. In Österreich kommt der mit April zu den Kunden und zu den Händlern und damit darf er dort auch Probe gefahren sein. Und zum Weiteren haben wir ein Konzeptauto, das unsere Zukunft zeigt. Ein Highlight schlechthin war der Stand von Seat. Hier präsentierte uns CEO Luca De Meo persönlich seine neuen Strategien. The car that you see behind me is called El Born, like the one of the in the city center of Barcelona. And this is the first big step for Seat in the new electro mobility. So this is a 100% electric car. Based on the MEB platform from the Volkswagen Group, so this is the next generation, not only in terms of battery technology, but also connectivity, fare assistance system, everything. So I think this is a big news for us. This is the first one. Über die unmittelbare Zukunft sprachen wir mit dem heimischen Importeur. Ja, wir bringen drei Autos hierher, die es noch gar nicht gibt beim Seat-Händler. Das ist einmal hinter mir, da vor mein Tor. Das ist die Interpretation von Cupra und so wie Sie sehen, wird er auch nächstes Jahr
nach Österreich kommen. Das ist ein Plug-in-Hybrid, fährt 70 Kilometer elektrisch, 241 PS Benziner, ein wunderschönes Auto, ein Coupé-SUV. Bei so vielen Premieren und Neuheiten heißt es natürlich immer Überblick bewahren. Dazu schauen wir uns einige Neuheiten in Kürze etwas genauer an, um erste Eindrücke von den Fahrzeugen zu sammeln. Es ist ein Foto, das um die Welt ging. Die Rede ist vom Bild eines Wales, der einen Taucher zu verschlucken scheint. Passiert ist das Ganze in Südafrika und der Fotograf ist aus unserer Region. Genauer gesagt aus Breitenau. Heinz Toppetzer erzählt meiner Kollegin Andrea Dierenbauer, wie es zu dem Foto des Jahres kam. Heinz Toppetzer, Unterwasserfotograf aus der Breitenau am Hochlandsch. Schön, dass Sie da sind. Danke für die Einladung. Sie touren ja gerade von einem Fernsehstudio zum nächsten, von einem Radiosender zum nächsten und das wegen einem Foto. Aufgenommen in Südafrika, zeigt es, wie Ihr Kollege und Freund im Maul eines Wals gefangen ist für einen kurzen Augenblick. Und darüber spricht jetzt momentan, kann man sagen, die ganze Welt. Wir haben das Foto auch eingeblendet für diejenigen, die es noch nicht gesehen haben. Wie erlebt man so einen Augenblick? Richtig intensiv wird es dann erst einem später bewusst. Es ist extrem emotional, aber im Prinzip hat sich 99% um die Gesundheit des Kollegen immer gedreht. Und auch natürlich, wir haben ja auch zwei Steirer im Wasser gehabt, die ja auch vom Wal runtergedrückt worden sind. Das war die oberste Priorität, als alles gut ausgegangen ist und nichts passiert ist. Diese Aufnahmen, die ihr dort machen solltet, das war ja inmitten eines riesigen Fischschwarms eigentlich, oder? Also das Meer war ja schon sehr aufgewühlt. Ja. Und der Wal war dort die große Überraschung, oder? Das nennt sich Sardinen Run. Die Sardinen ziehen von Anfang Jänner vom Kap der Guten Hoffnung rauf Richtung Mosambik. Und wir sind in Port Elizabeth gewesen und haben eigentlich die Zeit, wo die in etwa vorbeikommen, ausgerechnet. Das ist natürlich ein bisschen Glück dabei. Und fahren eben und suchen diese Sardinen. Denn diese Sardinen, auf die warten natürlich die ganzen Prädatoren wie Wale, Haie, Delfine, Seelöwen, auch die Vögel, Pinguine und. Und arbeiten da im Team zusammen und bringen diese Sardinen auf die Oberfläche. Also an die Oberfläche, die Wale gehen unterhalb rein, lassen Luft raus. Blasen die auf die Oberfläche, zusätzlich kommen Delfine und Haie, versuchen von unten anzugreifen, dass sie diese Sardinen an die Oberfläche bekommen. Denn oben können sie nur mehr zweidimensional flüchten und es ist für alle leichter und die versuchen dann einen Teil des Kuchens zu bekommen. Die Sardinen bilden dann einen Ball, diesen nennt sich Baitball, also einen Fressball. Und da sausen dann alle Tiere durch, eben diese Sardinen zu fressen. Auch die Vögel, es ist gigantisch, die kommen mit ca. 160 Stundenkilometer rein. Das ist wie ein Angriff mit, wie man so einen alten Robin Hood Film anschaut, wo dann so die ganzen Pfeile kommen, die schießen rein, die tauchen 15 Meter tief. Also es ist eine Szenerie, die einfach unwahrscheinlich außergewöhnlich ist und die meisten haben so etwas noch nie erlebt. Aber es ist ja nicht so, dass man da rausfährt und es ist gleich da, sondern man muss oft tagelang nach denen suchen. In diesem Gewühl und Gewusel, was dort herrscht, dass man sich da freiwillig als Taucher oder als Schnorchler hineinschmeißt, ist ja schon einmal besondere Überwindung, nehme ich einmal an. Warum macht man das überhaupt? Natürlich muss man dazu sagen, die Leute, die mitfahren, also ich suche, oder zumindest ich schreibe das immer aus, ich mache in der Taucherszene, kennt man mich, dass ich eigentlich immer spezielle Sachen anbiete oder fahre.
Und ich habe an, die Leute melden sich aus, hauptsächlich aus Deutschland, Schweiz, Österreich. Habe auch diesmal, also aus diesen drei Ländern Leute mitgehabt. Das ist, ich mache immer eine Truppe mit 8 Leuten. Und die sind Leute, und ich muss ja vorher briefen, wo ich sage, bitte, ich brauche keine Urlaubstaucher. Das hat einen kompletten Expeditionscharakter. Und es ist wahnsinnig anstrengend. Wir teilen die Gruppen, wir sind maximal 4 Leute im Wasser. Einen Teil macht der Rainer und einen Teil mache ich, weil wir natürlich die meiste Erfahrung haben. Und wir nähern uns ganz langsam dem Baitboy. Wir lassen am meisten so einen Sicherheitsabstand von ca. 10 Meter, weil direkt im Baitboy ist es wahnsinnig gefährlich. Am Rande des Baitboys, wenn man das dann da hier erlebt, ist es normalerweise ungefährlich. Habe ich schon seit Jahren gemacht, also ist noch nie etwas passiert. Aber es gibt auch Ausnahmen. Es ist gut ausgegangen, aber jetzt weiß man, ich meine, so ein Walfisch hat zwar keine Zähne, kann normalerweise einen Menschen auch nicht schlucken, aber er wiegt an die 20 Tonnen, glaube ich. Das war ein Brüdewal, ja genau. Ja, ein Brüdewal also hat um die 20 Tonnen. Wiegt 20 Tonnen. 15 Meter Länge. Da reicht schon anderes, dass ein Worst Case ist. Also es ist nicht so, dass da nichts passieren kann, oder? Absolut. Ganz gefährlich bei den, ich schwimme und wir schnorcheln ja sehr viel mit den Walen bei einer anderen Expedition. Sehr, sehr gefährlich sind die Flossen, vor allem die Schwanzflosse. Man muss sich vorstellen, wenn zum Beispiel ein Buckelwal springt, der 35 Tonnen hat, der kann sich mit seiner Schwanzflosse komplett aus dem Wasser, also kann komplett aus dem Wasser rausspringen. Man muss sich mal vorstellen, was für Kraft da dahinter steckt. Natürlich auch vor allem, wenn er springt, ist eine große Gefahr, dass der Wal natürlich auf einen drauf springt. Da entsteht natürlich eine Masse, das, ja, natürlich Genickbruch, solche Sachen, die sind alle möglich. Ja. Also es ist definitiv gut ausgegangen. Gott sei Dank. Ja, Gott sei Dank, für alle gut ausgegangen. Ja, und Sie haben jetzt das Foto des Jahrhunderts, wurde es sogar schon bezeichnet. Ja. Schauen wir mal. Aber ist es der Million-Dollar-Shot, wie man so schön sagt, für einen Fotografen? Vielleicht schon, aber vielleicht in Lire, ich weiß es nicht. Wie gesagt, wir haben sowieso eine Aufteilung gemacht. Das heißt, wir teilen uns das und wir haben auch das Foto und die Vermarktung an eine englische Firma gegeben, die eigentlich den Hauptanteil kriegt. Uns geht es überhaupt nicht ums Geld. Wir hoffen uns schon, dass ein bisschen was überbleibt, weil wir dieses Geld dann verwenden wollen. Wir arbeiten auch sehr viel, wir haben immer wieder Forscher mit an Bord. Wir arbeiten auch für den Hai und auch für den Walschutz. Das ist also unser ganz großes Anliegen. Und wenn wir natürlich auch Gelder in die Hand bekommen, wo wir dann wieder Expeditionen starten können, ist das natürlich unser Traum, den ich ja sowieso lebe. Sie sind jetzt Unterwasserfotograf, machen Expeditionen. Sind gebürtiger Grazer und wohnen in Breitenau am Hochland. Das ist jetzt nicht unbedingt so die Gegend, wo man sagt, da ist der große See, in, schon gar nicht liegt Breitenau am Meer. Wie wird man Unterwasserfotograf? Man zum ersten Mal in der Branche, ich bin 25 Jahre jetzt auch in der Branche, da gelte ich als der Unterwasserfotograf, der aus den Alpen kam. Muss ich mal lachen dazu. Und mein Markenzeichen ist auch mein Jodler. Mir ist es eigentlich in die Wiege gelegt worden durch meinen Vater. Mein Vater war im Zweiten Weltkrieg bei der U-Boot-Waffe. Und als kleines Kind, er hat mir eigentlich nie von diesen negativen Teilen des Krieges erzählt, sondern einfach die wunderbaren Dinge, die er erlebt hat am Meer. Sie haben auch natürlich auch einmal Freizeit gehabt. Sie haben ja sehr viel Tauchausbildung gehabt. Und er hat immer wieder erzählt, dass er Nachtwache gehabt haben auf dem U-Boot in der Nacht, wo Wale neben und links und rechts aufgetaucht und das war im Mondlicht wunderschön. Also er hat mir das schon irgendwo in die Wiege gelegt und seine Erzählungen, für mich war Pflichtsendung damals so Hans Haas, Professor Dr. Hans Haas, den ich persönlich gut gekannt habe, und auch Jacques Cousteau, diese Filme, die haben meine Kindheit geprägt. Und ich habe eigentlich von klein auf immer, bin dann ja teilweise am Wörthersee aufgewachsen, meine Mutter Kärntnerin ist, und habe dort auch meinen Tauchlehrer damals gemacht. Und ich war schon von Kind auf dort immer schnorcheln. Und das war natürlich ein ganz
ganz tolle Sache ist und das, mit dem bin ich so aufgewachsen. Aber Unterwasserfotograf ist ja keine Lehre. Mhm. Sie haben sich auch nicht in erster Linie für diesen Beruf entschieden, sondern waren als Einrichter in einem Küchenstudio tätig, über 20 Jahre, glaube ich, oder wenn das richtig ist? Ich bin eigentlich gelernter Tischlermeister, okay. Habe dann weitergemacht in Salzburg für Innenarchitektur, mhm. Und bin dann, habe dann 21 Jahre beim größten österreichischen Küchenhersteller gearbeitet, dann im Außendienst und dort auch als Verkaufsleiter. Ich habe das Glück gehabt, beim einer damals, den, das war damals der Kurt Amsler, ist ein, ja, der war damals Weltmeister der Unterwasserfotografie, ein Schweizer. Bei dem habe ich dann das die Unterwasserfotografie erlernt und das war auch immer mein Mentor und sehr guter Freund. Und das ist immer parallel gegangen zwischen meiner Arbeitswelt und meiner Leidenschaft. Und ich habe in den letzten Jahren, dann, bevor ich dann weg bin, habe ich statt Gehaltserhöhung immer mehr Urlaub beansprucht. Also das ist recht lustig gewesen. Ich dann war ich schon auf 7, 8 Wochen irgendwo. Ich habe dann vor rund 5 Jahren den Job wirklich aufgekündigt und habe mich dann komplett selbstständig gemacht mit dieser Unterwasserfotografie. Sie haben sich auch für die Wettbewerbsfotografie entschieden, viele Preise eingeheimsen. Ich glaube, der letzte bei der Boot in Düsseldorf, das war so quasi eine ganz große Überraschung für Sie. Ja, Gott sei Dank habe ich sehr viele internationale Preise machen dürfen. Das war also viel Glück und natürlich viel Engagement. Ich habe vor über einem Jahr damit offiziell das habe ich beendet, weil ich, ja, ich habe mit 56 Jahren brauche ich mir nichts mehr beweisen. Und es hat mir sehr viel Spaß gemacht. Ich mache ja sehr viele Workshops und coache jetzt da die Leute, meine Leute, und die haben auch inzwischen schon sehr tolle Preise eingeheimst. Da bin ich sehr, sehr stolz drauf. Habe damit beendet und das war dann heuer bei der Boot in Düsseldorf ganz eine lustige Geschichte. Denn ich habe dort gearbeitet für die also Messesplitter, also alles, was aktuell ist, was Neues am Markt ist, habe ich dort als Journalist gearbeitet und ich wurde beauftragt, diese Awardverleihung zu dokumentieren als Fotograf und da mit ein paar Interviews. Die haben mich dort hingeschickt und stehe dort und ich habe dann gemerkt, dass die Leute von der Jury öfters hergeschaut haben und ich habe mir gedacht, habe ich irgendwas Falsches an oder ist irgendwas? Und dann kamen die nationalen Preise zuerst und dann kam der Hauptpreis, der international, und dann wurde ich aufgerufen. Und ich habe den Award für meine Arbeit in der Unterwasserfotografie bekommen. Das war für mich also schon sehr emotional. Mir sind schon ein bisschen die Augen feucht geworden. Ja, war schön. Schönes Erlebnis. Mhm. Viele schöne Erlebnisse warten wahrscheinlich draußen in der weiten Welt auf Heinz Doberzer. Wohin wird die nächste Reise gehen? Ich bin eigentlich das ganze Jahr schon vorgeplant. Ich bin jetzt da auf den Malediven, wo ich zwei ganz neue Destinationen, ich arbeite für so als Freelancer für 5 Tauchmagazine, habe dort einen Auftrag gekriegt. Ich bin dann auf Madeira, ich bin dann 3 Wochen Workshops in Ägypten, ich bin auf Bali unterwegs und dann 3-mal noch Südafrika. Und ein bisschen Zeit bleibt auch noch für den Tourismusverband zu Hause zu fotografieren. Ja, oder? Das macht mir absolut Spaß. Wenn ich zu Hause komme, nehme ich meine Kamera und gehe in die Berge und fotografiere auch. Ich habe den Klettersteig jetzt da in der Breitenau fotografiert oder auch Schüsselbrunn. Ich liebe wahnsinnig den Grünen See. Es ist tragisch für mich fast zur zweiten Heimat geworden. Auch die Leute dort alle. Also ich bin wahnsinnig gern drinnen. Auch wenn ich das Meer total liebe, aber ganz ehrlich, mein Herzblut, also was Heimat betrifft, ich möchte nirgends anders wohnen als wie hier. Das ist ein wunderschöner Schlusssatz, würde ich sagen. Danke für das Gespräch. Noch einmal Gratulation zu dem tollen Foto. Dankeschön. Und großes Glück, dass es gut ausgegangen ist für den Kollegen. Und ja, ich hoffe, wir sehen noch viele tolle Fotos von Ihnen. Danke fürs Gespräch. Danke. Ja, das war's mit unserem Infotainment für diese Woche. Die nächste Ausgabe gibt's am 28. März. Aktuelle News und Infos finden Sie wie immer auf unserer Website highway-tv.at, auf Facebook und auch auf Instagram. Ich sage danke fürs Zusehen. Machen Sie's gut.